Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Community Server. Ihr seht, hinter mir habe ich schon angefangen, mir ein Design für die Trading Hall zu überlegen. Jetzt, da wir das ganze 1.16er Zeug abgeschlossen haben. Und ja, wir haben alle Advancements geschafft. Ich habe jedes einzelne Advancement, was man in diesem Spiel bekommen kann. How Did We Get Here natürlich auch mit dabei. Wieder alle Monster gejagt, hier Bullseye getroffen. Husbandry, auch hier wieder alle gebreedet, hier im End alles geschafft und hier beim Normalen habe ich auch einen Zombie geheilt. Und wie ich das alles geschafft habe, würde ich sagen, zeige ich euch einfach in ein paar coolen Clips. So, was halt alles noch gefehlt hat, wäre zum einen mal dieses Zoglin, also nicht den normalen Hoglin, sondern den Zombie-Fight-Hoglin zu töten. Und die Kunst dabei ist, das Viech in die Oberwelt zu bekommen, damit er zum Zoglin wird. Das Problem ist, die haben Angst vor Nether-Portalen. Also die rennen weg, wenn da ein Nether-Portal in der Nähe ist. Genauso wie vor den Soulfire-Sachen. Ja, und es war ziemlich ätzend, den da durch dieses Portal zu quetschen. Und ja, dann hatte ich den in der Oberwelt. Hat dann eine Weile gebraucht, bis er zombifiziert wurde. Und dann musste ich ihn nur noch mal kletten. Mit der Netherite-Axt. Kein Ding für den King. Als nächstes natürlich noch die Strider breeden. Die Hoglins habe ich da auch noch gebreedet, die habe ich jetzt aber nicht mit aufgenommen. Strider ist ein bisschen kritisch, weil die halt immer nur in Lava rumrennen. Aber haben wir dann am Ende auch hingekriegt. Die haben sich da einmal gebreedet und ich konnte mit der Rakete durchziehen. Dann ab unter Wasser einen Elder Guardian kleppen. Wenn man den schon davor gekleppt hat, hat er nicht für das Advancement gezählt. Das heißt, man muss jetzt nochmal einen kleppen, damit der für das Monster Hunted Advancement zählt. Genau dasselbe mit einer Endermite. Die bekommt man mit einer 5% Chance durch eine Enderperle auch einmal umbringen, natürlich nicht in der Protection Zone machen, das war erst mein Fehler. Dann noch Esel breeden, haben jetzt auch, zählen auch neu dazu. Und dann fehlt nur noch ein Pferd und ein Esel für ein Maultier. Oh, und dann hatte ich das 2x2 Advancement mal wieder geschafft. Dann als nächstes das ätzendste Monster von allen, ich glaube, ihr kennt es alle, der Vex. Ja, diese kleinen hässlichen Viecher, die von den Magiern da beschworen werden, die man so gut wie nie trifft mit seinem Schwert und die einfach unverschämt viel Schaden machen. Diese Aktion, dieser Raid da in dem Dorf, hat mich einfach Tod Nummer 52 und 53 gekostet, wenn ich es auch richtig weiß. Also ich bin da zweimal verreckt Das war und weg. da hatte ich dann auch Ja, den Vex. das war weg. Muss er genau in die Mitte oder was? Ja. Zwischen die mittleren Pixel. Halt's Maul. Wie viele Pfeile hast du gebraucht? Ich habe jetzt noch 8. Also ich habe Oh, 56. Spinne, dein Ernst? Der eine Pfeil zählt nicht. Nein, meine Pfeile, die spawnen. Wir sind gleich keine mehr da. So, ich bin mir nochmal welche holen. Ja. Aber du Also, du hast gewonnen. kannst schon mal die 8 hier nehmen. Ja. Aber das heißt ja nur, man muss ihn hitten. Das heißt, ich könnte theoretisch auch mit einem Dreizack werfen. Vielleicht hilft mir das ja. Och du Scheiße. Muss er ja übelst hoch Wenn aimen. da jetzt direkt gehittet hat. Weiß nicht, ob ein Dreizack genauer ist. Nee, ist es nicht. Boah, ich finde, Noch ungenauer. auf was für eine FOV spielst du normalerweise? Normal, 70. Echt? Let's Oh Mann. go! Auf geht's. Dann würde ich So. sagen, werden wir jetzt kurz zum Zombie-Doktor. Genug gelüftet für heute. Aber unser Farmer. Ah, geht doch. Das Netherite-Schwert hat, glaube ich, auch mal mehr Schaden gemacht. Auf geht's. Alle Challenges, die man machen kann, abgeschlossen. Enderman kann nicht mehr. Aber Ja, noch mal, man andere. sieht einfach noch sein Face da oben. So.
Da stehen sie und begutachten meine tollen Advancements. Okay, das ist... Moment, die können wir als Hintergrundmusik laufen lassen. Hört euch mal da unten auf die Map. Jetzt geht's los. Also, wir haben uns hier versammelt für diesen epischen Moment, dass diese zwei das Drachenei halten können. Für das Next Generation Advancement. Bitteschön. Zuerst der Archeron-Untertan. Und dann unser König von Wintersunds. Ja, schon. Nein. Und er zieht erstmal durch. Ah. Im Hintergrund düdelt die Big-Step-Schallplatte. Ja, er kann schnell herkommen, wenn er will. Komm mal. Ich glaube, so schnell wie jetzt schon wahrscheinlich nie hergewesen. Hey, er holt einfach das Drachenei. Was ist er für einer? Kann man das mittlerweile einfach so abbauen? Frag mich auch gerade. Lol, what? Hä? Kann man das so abbauen? Nee. Wenn man zu viel hat. Wie hat er das denn gerade abgebaut? Das frage ich mich auch. Also, nachdem jetzt hier die zwei schon das Drachenei hatten und Atwasch sich das ganz flink geklaut hat, bekommt jetzt auch Felix das Ei. Bitteschön. Einmal anfassen für das Advancement. Ist er schlau genug, mir das wieder zu droppen? Ja. Sehr schön. Und alle am Party machen. Ju, also, so haben wir eben die ganzen Advancements geschafft. Und dann würde ich sagen, erkläre ich euch jetzt mal mein Design zur Trading Hall. Dazu sollte ich am besten nochmal schlafen gehen, dass wir hier Tageslicht haben. Dann sieht man hier ein bisschen besser, was abgeht. Und dann, ja, kann ich euch das mal ein bisschen zeigen. Ich habe mir gedacht, wir gehen für sowas Edles und Quarz, Emerald-Blöcke und dann nochmal was Neues, Blackstone als Dach. Ja, ich habe mir hier gestern Abend zusammen mit Shadow das ein bisschen überlegt. Ich habe hier einmal als Treppe, die könnten wir vielleicht noch etwas breiter machen, vielleicht aus Slabs, dass sie etwas weiter nach vorne noch geht, weil so ist es ein bisschen steil. Aber ja, man hat hier den Mittelgang. Geht hier einmal komplett durch das ganze Ding durch. In der Mitte, ja, so ein mehr oder weniger Kreis. Da fehlen eben noch die ganzen Beacons. Einmal, ich würde sagen, Eria und Magenia bekommen auf jeden Fall einen. Old Town natürlich. Und dann ist noch einer frei. Ja, vielleicht für Talmor dann. Dann kann hier jeder, jedes Königreich einmal seinen Beacon haben. Gut. Dann geht es hier eben einmal durch. Hier mit den Emerald-Blöcken und den Chiseled Quartz-Blöcken im Boden drin. Und hier rechts und links jeweils die Säulen. Wir müssen jetzt noch ein Design finden. Könnt ihr auch irgendeine Idee bringen zwischen dem Mittelgang und den Villagern? Die sind ja am Ende dann da hinten. Habe ich gerade Cobblestone da? Nee. Dass man da irgendwie noch was Hübsches hat. Vielleicht, ja, keine Ahnung, irgendein Mosaik oder was auch immer. Hier ist kein Kabel, ne? Kabelbox. Kabelbox. So. Dann eben die Villager sind ja dann am Ende hier auf der Höhe. Ich habe ja auch schon mal die Mauern hochgezogen. Hier die Interior sollten wir noch nicht zu groß machen, weil wir ja das eh noch wieder abreißen müssen. Weil wir ja die Sortierer, sag ich jetzt mal, für die Dorfbewohner, dass die da wissen, wo sie rein müssen. Die müssen ja hier noch hinten rangebaut werden. Und zum Beispiel jetzt für die Reihe. Hier muss der Sortierer ja hier hin und da muss die Wand sowieso nochmal weg. Deswegen innen noch nichts hochziehen. Erstmal nur Fassade und die grobe Strukturplan, wenn dann die Villager da sind, kann man mit Details hier alles reinhauen. Aber ja, die Frage ist jetzt eben, was dann zwischen ihr und den Villagern hier kommt. Ich kann auch schon mal so ein Modul quasi vorbauen. Am Ende ist es ja mit so diesen Teppichen, dass sie dann nicht wegrennen können.
dass man da noch sich ein bisschen orientieren kann. Ich weiß es gerade nicht auswendig, muss ich nachher mal hinstellen. Und ja, vielleicht könnte man auch hier das Stonebrick noch ein bisschen kürzen. Keine Ahnung. Und ja, die Säulen, Quarzsäulen hier mit den neuen Quarzbricks, mal was ganz ganz Innovatives. Hier könnte man vielleicht sogar noch welche einbringen. Kann ich mir noch welche craften? Ja, machen wir noch mal ein paar. Auf der dritten Höhe, also drei Blöcke Säule, dann zwei Blöcke Quartzbricks. Jetzt liegen die ganzen Blöcke wahrscheinlich hier drin. Yes. Und nee, nicht die Bricks. Hier kommt dann eben wieder die Säule hin. Und ich habe es jetzt erstmal hohl gebaut, weil ich eben Material sparen muss. Wir brauchen Unmengen an Quarz. Ich habe bei mir in Archeron noch Glas, ja, Glas brauchen wir auch. Noch Quarz. Hier Atbash hat nochmal gespendet. Wir brauchen richtig, richtig viel. Das waren jetzt schon mehrere Stacks, allein nur das bisschen hier. Und hier kommt dann eben auch noch eine Galerie hin. Das habe ich mir dann mit Shadow überlegt, dass man hier in der Mitte quasi offen hat. Hier ist dann wie so ein Geländer. Ich weiß nicht, ob das zu schmal ist hier, wenn hier irgendwie so der Weg dann ist, dass man dann hier so lang laufen kann und hier dann an die zweite Ebene. Ich baue mich hier mal kurz ganz unelegant rüber. Hier hat man dann die zweite Ebene Villagern, die dann ja da oben halt rumschimmeln und dann hätte man das quasi zweistöckig und das wäre dann schon mal mega, mega hoch. Übrigens, die Fenster hier, die sind auch 5 hoch und die hier unten sind 4 hoch. Das ist Absicht, weil dann wirkt das Ganze ein bisschen höher. Am Ende fällt es eh nicht so auf. Aber es ist nur so ein kleines Designelement. Hat FWIP neulich in seinem Video erwähnt, dass man die Fenster, wenn man sie unterschiedlich hoch macht, dann wirkt das Ganze viel größer. Und wir wollen natürlich hier so ein fettes Ding stehen haben. So, das wären dann quasi die zweiten Villager. Und hier eben alles voll dann mit Bricks. Hier einmal lang gehen als Wand. Hier habe ich es jetzt, wie gesagt, immer hohl gemacht, um die Materialien zu sparen. Genau, das Blackstone-Dach. Da meinte Atbash gestern irgendwas von irgendeinem Fachwerk. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, was er meinte. Was ich mir dachte, man macht so. Komme ich jetzt am besten hoch? Auch noch ein bisschen Blackstone. Ich glaube, ich habe hier unten noch rumliegen. In der Netherbox, ja. Dass man von hier oben, ich hoffe, ich komme da hoch mit meinen neuen Scaffoldings. Wahrscheinlich nicht. Ja, dass man hier einmal, die Mauer wird mehr oder weniger drei dick. Man hat hier auf der Höhe die Brick-Mauer, davor eine Steinverzierung und dahinter eine Quarzverzierung. Deswegen auch nicht wundern, dass das sechs breit ist. Hier auf die Höhe kommen dann am Ende so Quarz. Ja, so ähnlich wie außen halt. Bisschen so Umrandung von den Fenstern. Deswegen ist dieses Dach, der Anfang vom Dach hier auch drei breit, ne? Also einmal die Stonebrick, einmal die Brick-Seite und einmal die Quarz-Seite. Und dann kommt Blackstone-Dach. Wir könnten auch Blackstone-Bricks nehmen. Das war jetzt nur mal so eine kleine Idee hier von mir. Drei hoch, dass man halt in der Mitte dann die Mitte hat, oben mit den Mauern, ne, dass es auch ein bisschen spitz ist. Und dann kann man einfach hier rüber. Ich muss mich jetzt hier ganz unelegant mit Blöcken lang bauen. Muss mir mal wieder Scaffoldings holen. Ich sag euch, die verschwinden immer. ja, genau, dann kommen hier vielleicht so Bricks oder eben dann. Ah ne, das wären jetzt Stairs hier. Habe ich dich wieder abgerissen hier. Haste 2 mit der Netherite Pickaxe geht ab. Also man hat hier oben eine Wall. So. Dann hat man hier eine Stair. Hier hat man einen Block. Und dann hätte man hier nochmal. Jetzt habe ich keine Stairs mehr. Hier dran wäre dann nochmal eine Stair. Jetzt kann ich die nicht richtig hinplacen. Mann. So. Und dann hier noch ein Block. Und dann hätte man so diesen Mittelgang quasi als Dach. Wie das dann von innen aussieht, ist noch offen. Da könnte man vielleicht irgendwas Helles reinbringen, weil so eine dunkle Decke ist halt ja nicht ganz so geil. Dann wird hier sowieso die Mauer dann hochkommen und man hätte hier halt so einen richtig fetten Gang.
Also ihr seht's ja, ne? Der wird dann richtig hoch. Und auch der hier, da muss dann natürlich noch Beleuchtung rein, dass man unten nicht eine Mob-Farm hat. Wobei hier ja eh eine Protection-Zone ist. Aber ja, hier wären dann eben nochmal eine Mauer, die hier einmal hochgeht. Man hätte einfach das ganze untere Design nur nochmal auf der oberen Ebene. Ich denke, das ist logisch, oder? Und ja, da ist dann eben die Blackstone-Wand, das Dach. Das connectet sich dann hier mit der. Baue ich mich jetzt hier richtig? Ja. So. Da kann dann irgendeine Verzierung hin, weil sonst ist es eine riesige Brickwand. Da kann auch noch irgendjemand gerne eine Idee raushauen, was man da machen könnte. Müssen wir dann mal gucken. Für die Villager, Atbash meinte jetzt gerade, er hat einen neuen Zombifizierer, dass man die Villager da durchjagt und dann jeder die billigen Trades bekommt. So, Atbash meinte, hier kommen die Doofbewohner dann raus. Das führt anscheinend bis nach Old Town da hinten. Ich denke, das sind dann ja nicht die Zombifizierten, das sind dann die normalen Dorfbewohner aus dem Breeder. Und die müssen wir dann zombifizieren, dass jeder die billigen Trades bekommt. Das Ding ist, hier ist überall eine Protection Zone, auch außer bei der Eisenfarm, aber da will ich nicht noch mehr Villager reinbringen. Am Ende kommt da irgendein Mechanismus durcheinander. Ja, die Protection Zone ist ziemlich groß. Ich weiß jetzt gar nicht, wir könnten hier bei ehemals Black Smoke in den Berg rein. Ja, weil hier drunter, die haben ja eine Range von 64 Blöcken. Das heißt, da müsste man auf Bedrock-Höhe. Nee, das könntest du vergessen. Und hier in die Protection Zone wegmachen, ist natürlich keine Option. Man müsste den Zombifizierer tatsächlich, wir könnten den auch hier hinbauen. Der Berg ist sowieso übelst hässlich. Ich weiß jetzt gar nicht. Moment, wir machen mal kurz einen kleinen Test. Wenn ich hier oben einen Zombie spawne, oder ein Creeper, tut's ja auch. Okay, hier ist noch eine Zone. Kritisch. Wenn wir jetzt bei Black Smoke mal schauen. Jo, als ob hier immer noch eine Protection Zone ist. Bei ihm unten drin. Auch noch. Oh, kritischer Hase. Wo sind keine Zone? Also, dass die noch mit drin ist, ist es halt dann mager. Hier hinten. Hier oben schwebt noch ein Armor Stand. What the fuck? Ist es eine Protection Zone? Ernsthaft? Moment. Tatsächlich, hier oben ist eine Protection Zone. Ich glaube, die ist hier wegen der Goldfarm, wegen der Eisenfarm. Deswegen heiden wir die mal wieder. Dass der hier oben. Ah, dann könnte es ja aber sein, dass da unten, unterhalb der Trading Hall, wir gehen jetzt einfach mal testweise hier rein. Ne, hier zieht sie auch noch. Die Frage ist, wie tief müssen wir runter, bis wir keine Mobs mehr haben? Oh, jetzt bin ich im Survival. Bruh. Ich glaube, wir müssen zu tief. Ja, also hier unten dann die Villager mal hochtransportieren, dann wäre es ja wahnsinnig. Hier hinten verschwinden die auch alle. Ist hier das eine Protection Zone? Ja, gut. Dann ist hier der riesige Bereich auch. Könnten. Hier hinten ist auch zu weit weg. Ich glaube, wir lassen es einfach bei Old Town. Weil dann können wir direkt die zombifizierten Doofbewohner hierher holen. Aber meine Freunde, ich denke, das reicht dann auch schon wieder an Infos hier zu diesem ganzen Projekt. Dann können wir hier in Zukunft richtig ordentlich mit der Trading Hall durchstarten. Die zombifizierten Villager kommen dann hier zum Spawn. Und jeder kann halt die billigen Trades dann haben. Man muss sie sich nur immer selber dann zombifizieren, da in Old Town eben.
Ja, das Design ist ungefähr so grob geplant. Wenn ihr mithelfen wollt, gerne Wände hier hochziehen, Säulen hochziehen. Hier oben haben wir geplant, machen wir ein Glasdach über der Mitte. Und die Säulen sind quasi der Rand von dem Glasdach dann. Und da bei den Beacons kommt eine fette Kuppel oben drauf. Ja, das ist soweit der Plan. Gut, dann denke ich, sind wir am Ende. Die Folge dauert schon wieder viel zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.